Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In der heutigen Adventsserie machen wir gemeinsam ein paar Weihnachtskarten. Ganz viel Spaß! Zu Beginn habe ich mir dann erstmal meine ganzen Materialien, Farben, Papiere, alles Mögliche rausgesucht. Natürlich habe ich nicht alles gebraucht, aber ich habe mir erstmal einen Überblick verschafft. Und dann ging es auch schon los mit den ersten beiden Karten. Ich glaube, ab hier kann man langsam erkennen, was es wird. Ja, Lichterketten. Hier habe ich das Ganze jetzt mit Gouache-Farben gemacht, aber ich habe das Ganze dann auch nochmal gemacht mit meinen Colliro-Farben. Das sind so Wasserfarben, die sehr hoch pigmentiert sind. Ihr seht sie auch hier im Bild, die goldenen, damit das Ganze so schön schimmert. Als nächstes Design habe ich mich für ein Rentier entschieden. Und weil ich den Schimmer von den Colliro-Farben so schön finde, habe ich hier dann natürlich auch noch ein paar Punkte drum gemacht. Für die nächste Karte habe ich mir erstmal eine Schablone ausgeschnitten, um damit dann Christbaumkugeln nachzuempfinden. Also da habe ich dann so reingemalt. Und das Ganze habe ich natürlich wieder mit den Colliro-Farben gemacht, weil, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, die so schön schimmern. Zum Schluss bin ich dann noch mit einem Fineliner rein, habe noch ein paar Bänder reingemalt und noch ein paar Sternchen drumherum gezeichnet und dann war die Karte auch schon fertig. Ich meine, schaut euch an, wie schön das schimmert. Ist das nicht toll? Ich finde es super. Schreibt es mal in die Kommentare. Hier habe ich dann noch aus dem restlichen Papier eine ganz kleine Weihnachtskarte gemacht. Finde ich eigentlich auch ganz süß, aber ist jetzt nichts Besonderes. Natürlich wieder mit den schimmernden Farben, was auch sonst. Und als letztes Design habe ich dann noch eine Lebkuchenhauskarte gemacht. Da habe ich mir dann auch erstmal eine Schablone gemacht und dann das Ganze mit einem Posca-Stift angemalt. So, und das sind auch alle meine Karten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal gerne euren Favorit in die Kommentare. Ich finde die Christbaumkugeln immer noch am besten. Ja, dann wünsche ich euch hierbei ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Habt noch eine schöne Adventszeit. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch den Kanal. Es gibt noch ein paar weitere Videos in dieser Serie. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao!